Freunde, was geht? Peace, Ace Life ist hier und so. Und ja, es ist 9:30 Uhr am Morgen und was macht man da so? Kein Knoppers essen, sondern eine Runde Motorrad fahren. Ist doch ganz klar, liegt doch auf der Hand. Ja, was soll man machen? Die ganze Woche ist eigentlich so durchgehend schlechtes bis regnerisches Wetter angesagt. Deswegen, ja, hatte ich heute einfach mal Bock, eine Runde zu fahren und fahre jetzt auch einfach mal bei 10 Grad maximal. Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. Ja, ich muss das Ding noch ein bisschen warm fahren, deswegen Geduld, meine Freunde. Der letzte Vlog ist auch schon wieder echt lange her. Also meine Arbeitsmoral, was YouTube angeht, ist mal wieder, zumindest was das Produzieren angeht, so an sich das Aufnehmen, gerade mal wieder nicht so hoch. Ja, ich war gut einmal im Skiurlaub. Mit den Jungs waren wir mit 8 Mann dahin. War richtig witzig, war richtig geil. Würde ich auf jeden Fall wieder machen. Perfektes Wetter gehabt. Gut, Schnee wurde ein bisschen matschig so zum Ende hin, aber dafür war es oben auf dem Berg bei 2 Kilometer Höhe immer noch 15 Grad warm bei blauem Himmel und Sonne. Also für mich perfekt. Mega geil. Ja, und danach war ich noch eine Woche krank. Hab deswegen zu Hause am Laptop schon mal das, was ich hatte, alles fertig geschnitten. Und ja, hoffe, dass die Videos, die ich damit ein bisschen mehr Aufwand produziert habe, euch auch gefallen. Ja, ansonsten, was gibt es zu erwähnen? Was machen die hier? Was machen die da? Ja, was gibt es zu erwähnen? Keine Ahnung. Wie immer. Nein, ich habe mal wieder ein paar Sachen, worauf ich Bock habe, mit euch zu reden. Und fangen wir doch gleich mal damit an, was wäre mein Traummotorrad? Bevor ihr ja dieses Video jetzt weiterlaufen lasst, pausiert es doch einfach mal und schreibt mal eben wieder hin, was ihr denkt, was mein Traummotorrad wäre. Was könntet ihr euch vorstellen für mich? Macht euch da mal ganz kurz Gedanken und überlegt einfach mal, schreibt es da direkt in die Kommentare. Keine Ahnung, setzt da irgendwas vor, dass ich weiß, ihr habt das jetzt gerade erst angeschaut. Scheiße, jetzt war ich natürlich mit. Ach, scheiß drauf. Ja, da war ich natürlich ein bisschen spät gerade. Ja, wo bin ich jetzt hängen geblieben? In der Grundschule. Der kam flach. Nein, gut, also dann lasse ich das Video jetzt hier einfach mal weiterlaufen. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen in den Kommentaren geschrieben. Mein Traummotorrad, was ich jetzt so denke, ich bin es natürlich noch nicht gefahren, ist die Aprilia RSV4, die 1000 Kubikmaschine. Ultra heftiges Ding, also vom Design halt einfach extrem elegant, extrem stilvoll, gefällt mir richtig gut. Dann in dem Weiß mit Rot finde ich die sehr, sehr attraktiv. Oder in der, ich weiß gar nicht, wie die heißt, das ist so eine Rennedition mit Grau, Rot und Schwarz, ein bisschen Weiß. Ziemlich viele verschiedene Sachen drin, also ein spezielles Dekor. Das würde ich mir dann auf jeden Fall auch machen lassen. Mega nice. Mega geil. Also dieses Jahr habe ich auf jeden Fall vor, die Maschine nochmal in Probe zu fahren. Mal gucken, was dann geht. Aber die ersten Monate möchte ich jetzt erstmal mit dem Baby dann offen fahren und mich da ein bisschen so dran gewöhnen an die 114 PS, bevor ich dann direkt auf ja, 184 PS umsteige. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen krank sonst. Und so richtig testen in die Kurven kann man sie da natürlich eh noch nicht. Ist immer alles ganz ungewohnt und wenn du so ein nagelneues Bike das erste Mal fährst, ja, dann gehe ich zumindest, ich persönlich gehe dann noch nicht an die Grenzen oder ich will dann nicht gleich alles austesten. Nachher schmeißt du die Maschine weg und das war's dann. Konto ist leer. Aber der Sound ist einfach heftig. Ich hoffe, ihr habt das Soundcheck-Video schon gesehen. Ansonsten, ja, checkt es einfach ab. Ja, die Aprilia, was sagt ihr eigentlich dazu? Also ich finde, das ist halt ein mega geiles Motorrad. Klar, Kollege von mir fährt ja auch schon, ich saß da schon drauf. Ist einfach für meine Größe richtig geil, weil ich habe das Gefühl, dass die Sitzhöhe ziemlich hoch ist. Und das ist halt aber eine richtige Supersportler. Ich glaube 52% des Körpergewichts sind aufs Vorderrad verlagert. Also sie sitzt halt echt wie so ein Steifbock da drauf, also total weit nach unten. Ich denke, mit der Maschine wird es nicht so angenehm, mehrere hundert Kilometer zu fahren, aber darum geht es ja schlussendlich auch nicht beim Motorradfahren.
Mal schauen, ich hätte auf jeden Fall auch mal Lust, ein paar Naked Bikes Probe zu fahren. Wir werden sehen, was der Sommer bringt. Es werden auf jeden Fall, denke ich mal, ein paar Probefahrten auf euch zukommen. Ich werde viele Bikes von Kollegen mal antesten, mal ausprobieren. Und bin da auch selber gespannt auf meine Reaktion oder wie sich die ganzen Bikes so verhalten. Hallo! Jimmy! Jimmy! Ach, ich habe letztens so einen amerikanischen Motor wieder gesehen, der in L.A. ist, das würde ich jetzt mal so behaupten. Am Strand die ganze Zeit rumfällt, manchmal auch mit dem Fahrer mit dem Motorrad, der ist so komplett durch der Mangel. Scheiße, verzeih mir mal Husten. Er gibt einfach jeder Person, die er sieht, einen zufälligen Namen und spricht die an. Mega durchgeknallter Typ, aber ich feiere ihn des Todes. Hätte ich eigentlich auch mal Bock zu machen, aber wenn dann halt in der Großstadt und nicht hier. Hier schockt das nicht. Ja, und was ich jetzt auch nochmal schlussendlich dazu sagen wollte, ich bekomme öfter mal die Frage, was ist das beste Motorrad dafür, was ist das beste Motorrad hierfür, die beste 125er, die Frage kennt glaube ich ja jeder Motorwheeler, geht einen schon so ein bisschen auf den Sack, denn es ist letztendlich so, dass es nicht die perfekte Maschine gibt. Ich meine, klar, auf dem Blatt Papier gibt es irgendwo immer einen Testsieger, ein Motorrad gewinnt halt immer auf der Rennstrecke, aber es ist dann nicht das beste Motorrad für euch. Und darauf kommt es ja nun mal an. Also einmal geht vielleicht danach, was findet ihr persönlich am schönsten und nicht, was wird am öftesten gefahren, was feiern die anderen Leute am meisten, sondern, ja, weiß ich nicht, guckt euch vielleicht mal auf eine Motorradmesse ein paar Bikes an und setzt euch da mal drauf. Und euer Bauchgefühl sagt euch dann schon, welches Motorrad ihr letztendlich haben wollt. Im besten Falle fahrt ihr dann natürlich hier und da auch nochmal Maschinenprobe, damit ihr dann auch nochmal eine bessere Meinung habt. Jawohl. Und euch ganz sicher sein könnt, dass euch die Maschine auch gut gefällt. Und dann kauft sie halt einfach. Ja, das wollte ich nochmal dazu sagen zur Maschinenauswahl. Und was jetzt die ultimativ krankeste Maschine ist, ja, das ist zum Beispiel die krankeste Maschine, ist die Linie H2R oder die H2. Und ich meine, wer fährt die denn jetzt letztendlich? Ich meine, glaubst du, obwohl die auch gar nicht gebaut ist, natürlich auch sehr teuer, aber das ist die krankeste Maschine, die schnellste Maschine. Und auf der Straße weiß ich gar nicht, welche Maschine es derzeit ist, ob es die V4 ist mit den ganzen neuen elektronischen Helferlein oder ob es immer noch die 1000er RR ist oder was auch immer. Muss man deswegen auch nicht direkt kaufen. So, also das war's, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, man hört nicht zu daraus, dass meine Nase dicht ist und meine ganzen Hustenanfälle zwischendurch. Ja, Leute, also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, checkt den Shop ab. Vielleicht ja, unterstützt ihr mich ja finanziell. Checkt auf jeden Fall die Beschreibung. Und ja, folgt mir auf Instagram, wenn ihr mal live dabei sein wollt. Haut rein, ciao.